Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Boah, da draußen ist es ja super kalt. Ich hätte gern so einen kleinen Schmusegausen, aber irgendwie sind gar keine mehr da. Was sagen die Nachrichten? Hier ist Kai Lugluglack von den Inselwald News. Ihr fragt euch auch, wo die ganzen Gausen sind? Wir haben nachgehakt. Es gibt einen Streit zwischen Muschelstrand Nord und Muschelstrand West. Ja, also damals, 72, ne? Da hatten wir noch richtig dicke Gausenflocken hier. Für jeden gab's die fetten Brocken, ne? Aber was soll ich jetzt essen? Ist gar nichts mehr übrig von den guten Gausen, seitdem die diese Paartherapie eingeführt haben, da vom Muschelstrand West und Schwachsinn. Ich kann doch keinen Fisch essen. Ich hab letztens Hubert gesehen, der hat am Dienstag da einen Teich gekackt. Das kannst du doch nicht mehr fressen, das Zeug, das ist so ekelhaft. Nun, wir werden sehen. Wird Muschelstrand Nord überleben? Kai Wugluglack von den Wugluglack Wald News. Was? Wie? Gausenknappheit? Früher hatte doch jeder junge Mann auf der Insel einen Gausen. Ich hab keine Ahnung, ich bereite doch sowas auch nicht vor. Was? Aber du hast gesagt, jeder hatte früher einen Gausen, jetzt sind auf einmal die Gausen knapp. Es ist wie eine zweite Person, ich weiß gar nicht, was die reden. Was soll ich? Mein Körper macht, was er will. Guck mal, er sammelt Felsbrocken jetzt. Wie jetzt, er sammelt Felsbrocken? Ja, Kyle hier. Das. Wie, Kyle? Der Keil ist hier. Na guck mal, ich baue jetzt uns einen Kamin, damit es mal ein bisschen romantisch hier wird. Kannst ja keinen Gausen schmausen ohne ein schönes Feuerchen. Nee, das geht nicht. Da rennt dir ja der Gausen weg. Und da kriegst du auch keine schönen dicken Flöckchen. Oh, ich will aber dicke Flöckchen. Mist, wie bekomme ich denn dicke Flöckchen? Boah, es ist kalt. Wir brauchen unbedingt Klamotten. Ey, wie der Schnee das Feuer direkt wieder zudeckt. Hier, was soll denn das? Das ist Feuer. Wir brauchen Klamotten. Wir frieren uns hier den Larry weg. Ja, wir brauchen echt dicke Sachen irgendwie. Wir brauchen einen schönen Wintergausen. Warte mal, was gibt denn hier am meisten warm? Hier der Parker ein bisschen. Der wärmt wenigstens so ein kleines bisschen mehr. Wie viele Felsbrocken kann man denn tragen? Drei. Drei schmackhafte Brocken. Er liegt hier im Schnee und isst einen Riegel, Alter. Der hat halt das beste Leben, weil er hat eine Winterjacke an. Kelly Gausen, die Jungjournalistin. Kelly Gausen. Kelly Gausen. Kelly Gösenler. So, hier. Ach, Kamin steht, aber irgendwie brauchen wir so ein Lagerfeuer da drin. Brauchen wir Stöcke. Oder halt so kommen da Stämme rein? Nee, ich glaube, da kommen Stöcke rein. Muss man da nicht einfach einen Stock in die Hand nehmen? Na, jetzt wird's hier romantisch. Jetzt kannst du hier. Oh, ich habe hier noch richtig viel Hase. Mal ein bisschen Geld reinwerfen. Profis in den Club. Oh, wie läuft das hier? Geil. Guck mal, kann sich hier schön hinsetzen auf. Auf die Gebeine der Gefallenen. Naja, komm, also, ne, wenn die auch hier uns ständig angreifen und so, weil wir es schön warm haben. Ja, weil wir die letzten Gausen der Insel haben. Du hast die letzten Gausen. Und zwar hier die Dreibeinige. Und das macht halt natürlich Streit unter den Männern. Will der jetzt noch Holz hier eigentlich? Nee, ja, der geht Holz sich holen. So um den Laden. Aber der geht Holz hacken, da. Ja, was weiß der nicht? Oh, Alter. Gib mir richtig Leckereien, du. Ein Bett wäre halt auch schön, oder? Ja, deswegen müssen wir Rehe jagen. So ein schönes romantisches Bett hätten. Hä? Wieso habe ich jetzt auf einmal das Ding hier in der Hand?
Aber hier konnte man ein richtig schönes Bett hinstellen. So schön mittig. Bam. Tierhäute brauchen wir noch. Hast du noch eine Tierhaut? Nee, sag ich ja, deswegen... Keine einzige mehr. Wir haben doch jetzt hier so eine Armbrust. Wir müssen halt auch mal schlafen. Wir sind halt auch total übermüdet, ne? Ja, wir haben seit Wochen nicht geschlafen. Wir haben seit Wochen nicht geschlafen. Rennen nur wie die Bekloppten durch den Wald und peitschen uns Energy Drinks rein. Das geht halt auch irgendwann nach hinten los. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal Tiere schänden. Ich glaube, das ist jetzt erstmal mein Plan. Ach, er füllt hier das Lager auf. Der macht sich irgendwie nützlich. Der macht sich echt nützlich. Viel lernen. Ich gehe jetzt in den Wald und jag Tiere mit meiner Armbrust. Okay, aber wäre es nicht viel besser, wenn wir Tiere mit Schrotflinten jagen könnten? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Klar, das Fell ist dann total zerfetzt und kaputt, aber... Ja, egal, dann mir nach, dann kommst du mir. Oh ja, zum drauf schlafen, wenn man da so auf alten Schrotteilen und Schrapnellen pennt, ist schon in Ordnung für mich. Ich bin ein Mann, der wenig will. Willst du rausschaben? Ja klar, das schabt man doch so nach dem Gerben oder vor dem Gerben oder ich weiß es nicht. Rausschrieben. Also bevor du drauf pinkelst, wird es auf jeden Fall nochmal richtig. Ja, ich sehe es auch. Hock dich hin. Als ob! Ist genau daneben. So. Da habe ich geschossen. Ich habe ich nicht gesehen. Aber irgendwie habe ich hier so einen gecurveden Arrow. Ah, in dem hohen Dickicht ist das Ding sofort weg. Ja. Waren nicht unten am Wasser richtig viele? Man findet ja immer so vereinzelt ein, zwei Stück, ne? Da drüben ist auf jeden Fall ein Lager der Wilden. Wild Boys. Da meditiert einer. Oder er hat schwere Schmerzen. Schwer zu sagen. Großvater meditiert wieder. Nein, Kind, er hat Probleme mit der Bihuhnsuppe. Er lebt noch. Soll ich ihn am Leben lassen? Weiß ich nicht. Oh, ich hab reingeschossen. Was? Ach so? Nimm seinen Kopf mit, oder? Nimm seinen Kopf mit. Ja, wenn er schon gestorben ist. Kann man irgendwie so ein Golfkart reparieren? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht, man findet überall die Batterien, ne? Guck mal, es wird dieser Kaugummi, den sie da irgendwie sammeln. Weil er die Dreibein kommt. Der Familienkaugummi. Kennst du diese Kaugummiwand? Diese Ja, eklig. Ja, da gibt's aber Leute, die gehen hin und holen sich einen, ne? Die gehen hin und kauen da auch an, ziehen ja, das so ja, lang, ja, kauen ja, dann und kleben es wieder dran. Boah, warum macht man sowas? Will man irgendwie eine schwere Krankheit oder sowas? Sammelt man Krankheiten oder Pest? Ja, oder vielleicht, weiß es nicht, vielleicht bekommt man dann auch ewiges Leben. Stöcke, wir brauchen viel mehr Stöcke, du. Alter, du haust dir so ein ganzes Ding kaputt und kriegst einen Stock. Ja. Warum sind Stöcke so selten geworden, ha? Hier haben wir früher gelebt. Ja, hier haben wir früher gelebt. War hier nicht dieser Hubschrauber, wo die Handgranaten rumliegen irgendwo? Irgendwo da hinten. Eisgeflüster. Ein paar tiefgefrorene Wale wieder. Boah, wie sich das anhört. Ja. Da hinten war der Nährstoffbunker. Da waren wir das letzte Mal drin, ne? Ja. Da war doch dann der Boss mit der Karte und so, oder nicht? Das war doch im Nährstoffbunker, oder? Ja. Durch den Bunker, Karte Stimmt. rein genau. und dann... Ja, da hinten geht's zur Schrotflinte, glaube ich. Wo wir jetzt dahin steppen. Da geht's zur Flüsterflinte. Ah, hier ist der Bunker Maschade.
Ja, aber wir wollen doch die Nährstoffflinte haben. Wir wollen die Nährstoffflinte. Die Vitamin S-Flinte. Vitamin Sack. Was liegt denn da rum? Ah, guck mal hier. Aber die haben sie ausgenommen, die Schweine. Kein Wunder, dass wir nichts. Oh, da ist noch da vorne eine Familie. Vorne eine Familie. Siehst du sie? Ja, wir sind sehr weit weg noch. Hast du eins erwischt? Nee, ich habe nicht mal geschossen. Ich musste nachladen. So, muss ich wahrscheinlich auch. Getroffen einmal, glaube ich. Da rennt's! Ich weiß nicht, ob ich es erwischt habe. Es rennt immer noch. Wie es wegrennt. Die kannst du nicht mehr kriegen, Alter. Ich weiß nicht, was... Da ist es angehalten. Warte, warte. Es geht langsam daher. Siehst du es? Ja. Aber jetzt sehe ich es wieder nicht mehr. Müsste doch eigentlich schwer verletzt sein. Hä? Wo fliegt denn mein... Wird ihr durch das Grünzeug hier aufgehalten? Ich weiß es nicht. Jetzt ist wieder weg. Keine Ahnung. Nahezu unmöglich, die zu erwischen. Ja. Gibt's denn... Kann man sich irgendwie tarnen oder so? Weißt du, das... Da kannst du nicht so eine Blätterrüstung machen, oder war das Teil 1 nur? Weiß ich nicht. Konnte man doch so eine Blätterrüstung machen, so eine hässliche. Ja, du kannst eine Blätterrüstung machen, das geht, aber... Hat man dadurch, Tarnvorteil, das frage ich. Don't know. Du haust dir so einen Riesenbaum, ey. Zwei Stöcke. Unrealistisch. Alter, da unten ist richtig Party. Was für eine Party? So eine, keine Ahnung, Babyburger-Party. Gausenfest. Die feiern richtig ihre Gausenfreiheit, weil sie noch Gausen haben. Boah, soll ich da... Boah, ich kann so weit nicht schmeißen, leider. Der erste Hafti ist drin. Boah! Hab ich jemanden erwischt? Noch nicht, aber jetzt. Boah! Achtung, der hier ist richtig mad. Vorsicht. Uff, okay, der ist nicht mehr mad. Der ist nicht mehr mad. Der zieht um zum Muschelstrand Nord. Schau mal, ich habe einen schönen Fleischstuhl gefunden. Boah, geil, hier gibt's. Was ist das denn? Gesetzt. Oh, das Bein habe ich gefunden. Ach, guck mal, hier sind Scooter. Hier liegen einfach irgendwelche Scooter rum. Also, das ist das Scooter-Camp wieder. Nee, das gibt's anscheinend mehrere. Hier liegen auch immer so Münzen und. Wow! Guck mal, die haben sich hier so eine Skaterrampe gebaut. Eine Skaterrampe? Ja, die haben hier so einen Skaterpark gemacht. Na, hier müssen wir lang. Hast du auch einen. Gibt's hier noch einen Scooter? Ja. Dann schnapp ihn dir. Wie fährt man damit? Einfach draufspringen quasi. Damit musst du. Ja, da guck mal, da sind auch Viecher. Jetzt jage ich sie mit meinem Scooter. Du kannst ja währenddessen nicht schießen. Aber du kannst schlagen das währenddessen. Echt? Ja, hol die Axt Wie raus. Denn? Ja, die Axt rausholen und dann zuhauen. Gegen Scooter hat er keine Chance. Boah, ich bin voll aufs Maul geflogen. Wo ist mein Scooter? Hier. Diddling. Dann müssen wir hier lang, wenn wir die Shotgun haben wollen. Wenn wir Scooter hunten wollen mit der Shotgun. Skeeter Scooter. Au. Oh, mir geht's gut. Wo ist mein Scooter? Liegt er. Hier.
Diddle-ding. Ih, hier sind Gehäutete. Ja, wir kommen näher. Guck mal, da ist schon wieder so ein... Das sind ganz viele. Boah, mit dem Ding zu fahren und zu jagen, kannst du vergessen. Dann wird er richtig schlecht. Hier. Wie komme ich denn runter von dem Ding? Wie komme ich runter von dem Scooter? Weiß es nicht. Hier ist ein Typ, der haut mir gerade ganz schön auf die Backen. Doppelsprung. Zweimal springen drücken. Ich hab so ein kleines Gausencamp gefunden. Alter, der hat voll das Schwellauge. Nee, wirklich. Au! Was ist das? Ist das das Personal von Kreis Industries? Alter, ich hab hier ein Dings gefunden. Ein Adler. Echt, jetzt ist er tot? Ich hab einen Adler erledigt. Hol seinen Kopf! Oder was war das denn? Hier sind irgendwie alle, die haben alle so eine Bindehautentzündung. Ich kämpfe hier gerade gegen den Stamm der Bindehautentzündung. Oh nein! Voll, ey, das ist hoch ansteckend, Mann. Ja, was soll ich denn machen? Die überrennen mich hier, die wollen die Shotgun verteidigen. Ist auch so eine Familienkrankheit, ne? Ich hatte noch nie eine Bindehautentzündung. Ja, die kriegst du noch. Dein Kind geht bald in öffentliche Einrichtungen. Und ich werde mich dann in ein Sauerstoffzelt begeben und es erst wieder sehen mit 7. Ich buddel los. Das Grab des Holländers ist hier. The Dutchman's Grave. Hier. Wieso? Dutchmano. Warum krieg ich keine? Muss ich da erst draufhauen? Ah. Man muss sich verdienen. Kannst du direkt die, glaube ich, pimpen, ne? Ja. Wie, womit pimpt man die denn? Wir haben doch so einen Schlitten und so ein Zeug gefunden. Das soll ich sagen, wir haben nicht. Ah, hab ich sie direkt verbessert. Dankeschön, Dutch. Danke, Dutch. Dicke Dutch. Was hat er da noch? Ach, der GPS. Peilsender. Dutch war ein guter Mann. Ich verdanke ihm eine Menge. Gehen wir Tiere jagen. Das ist jetzt ein Adlerkopf, ja? Ich habe einen Adlerkopf jetzt, ja. Die Beute war nicht schlecht. Gute Beute. Adlerkopf, Schrotflinte, also das war ein guter Ausflug. Dann cruisen wir jetzt zurück, ne? Ich habe, glaube ich, keinen Cruiser mehr. Ich weiß nicht, wo der ist. Siehst du irgendwo auf der Minimap? Echt? Nee. Ja, doch. Drück mal M. Dann siehst du ihn. Ah, der ist dann irgendwo da auf der Straße. Ja, ach, hier oben an dem Camp hatte ich meinen abgelegt. Camp Dutch. Guck mal, hier kann man noch aufmachen, Sachen. Kannst auch noch eine Limo trinken. Dosenöffner wäre mal geil. Ja, ne, aber wo gibt's den? Weiß ich nicht mehr. Boah, guck mal, hier sind gefrorene Leichen. Tja, gehen wir jetzt wohl nach Richtung Heimat wieder. Schön Prosecco. Schön Prosecco trinken. Aua. Das Ding ist schon verflucht schnell. Das ist auch scheiße, weil du nicht weißt, wo geradeaus ist gerade, wenn du... Guck mal, die haben sich hier wieder gesammelt. Doch das Dorf, wo wir eben gerade Amok gelaufen sind, oder? Ja, eigentlich schon. Oh! Boah, bin ich eben gerade gesprungen. Ich bin übelst gestürzt. Au! Geh da hinten nicht drauf. Bist du da am Gausendorf vorbeigefahren? Ja. Ich fahre jetzt quasi zum gefrorenen See. Du musst M drücken. Boah, der macht den Hyperspeed, wenn du eine lange Zeit nicht stürzt oder so. Dann wird der Akku heiß irgendwie. Ja, geht richtig ab. Bist du mal rückwärts gefahren?
Es wäre geil, wenn man die Kamera aus der Ego-Perspektive raus bewegen könnte, ne? Wenn man da drauf sitzt. Ja, aber... Boah. Du weißt halt irgendwie auch nicht... ich bin voll gegen den Baum gefahren. Jetzt habe ich Sackbluten. Boah, ich fall die ganze Zeit nur auf die Fresse. Musst du fahren lernen. Ich glaube, ich wäre zu Fuß schneller, ey. Ich bin schon fast daheim. Ja, deswegen sag ich's ja. Na, ich bin ja nicht zu Fuß. Naja, aber ich sag ja, ich wäre zu Fuß schneller, weil ich jede 5 Meter hier auf die Fresse fliege. Muss die Straßen nutzen. Hier ist nochmal ein Dörfchen. Na, da waren wir aber auch schon. Wir sind Gräber. Das ist ein sehr bekanntes Dorf. Stecke ich schon wieder? Ich glaube, dass aber die bei uns zu Hause gedespawnt sind. Die V-Knights. Ich weiß es nicht. Ey, wenn du durch Heidelbeeren und sowas fährst mit dem Ding, sammelst du es automatisch ein. Ja. Deswegen habe ich ja die Taschen voll mit dem Zeug. Weil ich durch jeden Busch bretter. Ich nehme jeden Busch mit. Oh! Kann der auch leer gehen? Der hat doch so eine grüne Anzeige. So weit sind wir doch gar nicht gefahren, natürlich. Nee, unsere anderen sind immer noch da. Wir haben jetzt 4 von den Dingern. Naja, wenn ich jemals lebend mit dem Ding ankomme, ja. Alter, Weiwei hat das Bett fertig gebaut, bis auf das Fell. Guter Mann. Voll nützlich. Kann es sein, dass im Winter das Fleisch und sowas nicht so schnell gammelt? Keine Ahnung. Der Villa Romantico ist alles noch frisch. Der Villa Romantico? Am Muschelstrand. Hä, aber... Achso, du hast das eine Fell drauf gemacht. Ja, eins hatte ich ja. Ja. Ganz am Anfang habe ich ein so ein Ding erlegt, ne? Und dann... Hast du einen Teppich draus gemacht. Ja. Kann man den nicht... wegmachen? Also, kann man den nicht recyceln oder so? Habe ich eben weggemacht und hat keine Haut gegeben. Ich habe auch C gedrückt. Oh, jetzt ist der Teppich auch noch weg. Nee. Jetzt ist es nur noch Villa Halb Romantico. Ah nee, da liegt er. Zusammengerollt. Das kann ich nicht aufs Bett rollen, oder? Ja! Oh. Und schon ist es wieder romantisch. Schön. So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.